Hallihallöchen, schön, dass du wieder dabei bist hier zu einer neuen Folge von No Man's Sky. Wir befinden uns immer noch auf unserem schönen radioaktiv verseuchten Planeten mit reinen Ferritansammlungen. Die sind schon ziemlich dufte, aber bislang haben wir noch nicht ganz das gefunden, was wir eigentlich wollten. Ne? Wir wollen ja ein bisschen Uran hier auch sammeln. Da müssen wir mal gucken. Und ansonsten, was haben wir noch zu tun? Ich muss jetzt echt mal wieder gucken ein bisschen. Ich habe so ein bisschen... Ach ja, genau. Planetare Kreaturen wollen wir eigentlich scannen. Stimmt. Deswegen sind wir... Das war ja der eigentliche Grund, warum wir überhaupt hierher sind, ne? So, was ist da vorne? Deine Basis. Yo. Da ist meine Basis. Das ist natürlich wunderbar. Ich überlege gerade, ob ich hier so ein bisschen... reines Ferrit mitnehme, wenn es schon mal so geil auf einem Planeten ist, ne? Ich frage mich gerade, ob man eines Tages auch mal Planeten findet, auf denen es magnetisiertes Ferrit in solchen Ablagerungen gibt. Das finde ich schon sehr spannend. Das ist ja eine megamäßige Abbaumöglichkeit, ne? Also hier können wir uns richtig mit Ferrit vollstopfen sozusagen. Aber ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, so ist solche Ablagerungen respawnen ja nicht, ne? Glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die werden nicht respawnen, oder? Könnte ich mir jetzt... Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, muss ich sagen, aber... Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Ich finde es auf jeden Fall richtig mega. Da können wir jetzt richtig gut... Ferrit sammeln. Und das werden wir, glaube ich, auch hier so ein bisschen nutzen, denke ich. Weil das lohnt sich auf jeden Fall. Also ich weiß, so normale Sachen, ne, die respawnen, aber... ob Ablagerungen respawnen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Heiß ist es ja hier leider nicht, das heißt Solanium werden wir hier nicht finden. Das wird dann nochmal, glaube ich, eine Mission, da werden wir in ein anderes System, denke ich, aufbrechen müssen. Ich glaube, hier gibt es keinen heißen Planeten in diesem System. So. Ah, haben wir gut gesammelt, würde ich sagen. Wie viel haben wir jetzt? 93, 250, ja, das ist schon ganz ordentlich, würde ich sagen. So, mit dem Minenlaser nehmen wir uns nochmal ein bisschen die Wasserstoff mit. Das muss auch sein. So. Dann schauen wir mal, Ferritstaub vielleicht ein bisschen noch für den Raumschiffstarttreibstoff. Fürs Tanken. Ah, ich glaube... Ah, die Startschubdüsen sind ein bisschen angeschlagen schon. Brauchen wir genau 50. Jetzt haben wir natürlich 49. Das ist natürlich super. Ist auf jeden Fall an sich ein sehr, sehr schöner Planet, finde ich. Also der gefällt mir wirklich gut. Ich finde, das ist ein wirklich hübscher Planet. Auch wenn er eben giftig ist wie solche. Gut, wir fliegen mal weiter. Müssen wir mal gucken, wo wir noch so hinfliegen könnten. Wir könnten mal zu dieser... Da ist auch ein Handelsposten. Ich habe heute den Kommentar gelesen, dass Wissenschaftler oder allgemein so Basenleute durchaus auch in Handelsposten spawnen können. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für diesen Hinweis. Finde ich sehr gut, dass man sich da so ein bisschen austauscht über Erfahrungen, weil so viel gibt es ja, das habe ich ja jetzt, glaube ich, auch schon öfter gesagt, ne, so viel gibt es ja zu No Man's Sky eigentlich gar nicht. Liegt, denke ich, auch daran, dass es
nach dem Hype natürlich viele nicht mehr spielen, ne? Das ist aber immer so ein bisschen der Standard, ne? Viele Leute springen auf den Hype-Train auf, vor allem auch in der YouTube- und Streamer-Szene. Und dann nach 2 Wochen, wenn sie merken, okay, der Hype flacht ab, dann zack, nächstes Spiel. Finde ich immer so ein bisschen schade. Aber es ist halt mal so. YouTube ist und bleibt einfach ein Geschäft. Vor allem für Größere, ne? Zu denen zähle ich mich ja nicht. Und dementsprechend darf man einfach nicht ruhen. So, das müssen wir aufschießen. Hätte man natürlich wieder mit dem Raumschiff machen können. Mag ich aber irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ich bin kein Fan davon. Ich finde das immer so... Ach nee. Oh. Oh nein. Ach du. Grüne Neune. Oder schleimige Neune. Ich habe eine Leiche gefunden. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das immer wieder neue Texte sind. Ich lese es jetzt mal nicht vor. Aber ich mag diese Station. Ich mag die sehr, sehr gerne. Mir wurde ja schon der Tipp gegeben, man könnte einen Zaun bauen. Ich befürchte nur, ich habe, glaube ich, keinen Zaun. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich... Was wir hier so rausnehmen können. Problem ist gerade, wir haben kaum noch Platz im Inventar. Das heißt, wir können auch im Moment zumindest gar nichts mitnehmen. Ja, Inventar voll. Genau, das ist unser Problem gerade. Müssen wir mal schauen. Ja, das Gag-Relikt können wir mal wegmachen. Das haben wir auch schon 20 Mal, glaube ich, mittlerweile. Das gibt's irgendwie ständig geschenkt dazu. Das hat jetzt gar nichts gebracht, dieses Upgrade. Ich wollte es einmal nur aus dem Inventar weg haben. Das Ding ist ja auch völlig egal eigentlich. So ein B-Teil, das ist ja... Na, das ist ja jetzt nicht so... Der Brüller. Okay, das können wir nur... Ich habe Nummer 1, ernsthaft? Wo habe ich die denn alle? Das ist ja unglaublich. Okay, hauen wir hier mal noch das Ding rein. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz zumindest. Ah ja, die haben wir gerade gefunden, die Sauerstoffkapsel. Okay. Jetzt haben wir... Gut, das können wir wegwerfen. Okay. Hier ist ganz schön was los in der Umgebung. Seht ihr das? Krass. Hier ist ganz schön viel los. Oh, neuer Gag-Rang, Partner. Merkwürdiges Vorkommen. Das habe ich auch noch nie gehabt, glaube ich. Kupferansammlung, reines Ferrit. Also wenn wir mal Ferrit brauchen, ne, dann auf jeden Fall hierhin. Dafür, dass hier so viele Tierchen sein sollen, muss ich sagen, habe ich bislang noch nicht sehr viele gefunden. Es kann auch sein, dass es allgemein auf kontaminierten Planeten gar keine Tiere gibt. Das weiß ich nicht. Okay. Achso, die müssen wir. Können wir auch mit dem Moonlaser, ne? Oh. So. Schießen wir die alle wieder ein bisschen an. Ich versuche das jetzt mal im Schnelldurchlauf zu schaffen. Problem ist, ich würde jetzt gerne einen Cut machen.
Aber ich habe leider überhaupt keine Zeit zu rendern. Es kann auch sein, dass jetzt tatsächlich ein, zwei oder drei Tage sogar kein No Man's Sky erscheint. Liegt einfach daran, ich habe jetzt gerade Geburtstagswochenende sozusagen und bin jetzt am Wochenende an zwei Tagen jeweils für 7 Stunden unterwegs mit dem Zug und das ist natürlich verheerend. Nein, ich habe einfach kaum Zeit gerade zum Aufnehmen. Es ist immer, viele von euch haben es ja vielleicht mitbekommen, ich bin ja vom Beruf Lehrer und ja, Schulstart, ne, das ist immer so die Sache. Schulstart, da bist du grundsätzlich immer vollkommen ausgebucht, zeitlich gesehen. Da geht gar nichts mehr. Da bist du froh, wenn du mal am Abend ein Stündchen noch streamen kannst oder zwei. Aber auch da ist ja jetzt gerade Pause. Ja. So ist das Leben. Aber irgendwie muss man ja Brötchen verdienen, ne? Ist ja nicht so, dass... Ha! Das hat wehgetan, aber nicht weh genug. Ist ja nicht so, dass die Brötchen random in der Welt in Form von Larvenkernen herumfliegen. Leider. Schön wär's. Sonst würde ich das wahrscheinlich den ganzen Tag machen. Da würde ich wahrscheinlich sogar mein Leben aufs Spiel setzen dafür. Aber man kann eben nicht alles haben. Tja. Ja, ich glaube, mein Leben würde ich... Obwohl, wenn es so einfach ist, das Zeug zu farmen wie hier, ne? Dann, au. Dann kann man das ja sogar mal wagen. Oh, Vorsicht. Autsch. Autsch, Autsch und nochmals Autsch. Hey, 5 Stück haben wir schon. Vielleicht belassen wir es auch dabei. Ich überlege gerade. Vielleicht warte ich noch kurz, bis diese Horde oder Dings hier weg ist. Und dann sammle ich nochmal ein paar. Ah. Aber nochmal, um zurück zum Thema zu kommen. Ist auch gerade ganz passend, ne? Kann man gut quatschen. Ich finde das immer so ein bisschen schade, dass viele Leute immer nur die Hypes ausnutzen. Und dann eben... ja, nichts mehr machen zu dem Spiel. Was ich daran vor allem so ein bisschen verwerflich finde... ist, wenn sich die Leute dann quasi noch von den Publishern zusätzlich sponsern lassen, ne? Also das ist, wo es mir aufgefallen ist, das war jetzt zum Beispiel beim WoW-Add-on, da haben ja so viele Leute, das ist jetzt übrigens, das spielt kein Neid mit oder so, ne? Überhaupt nicht, das ist mir, an sich ist mir das immer relativ egal. Ich finde es nur immer so ein bisschen, naja, schade, ne? Da haben so viele Leute von den Entwicklern, von Blizzard, ihre eigenen Chars quasi als Figur bekommen. So, ich hau jetzt ab. Also richtig Goodies bekommen, ne, für das neue Add-on von WoW. Und dann haben sie es, glaube ich, eine Woche gespielt und dann war es das. Naja, kann man auch davon halten, was man möchte, ne? Oh, sehr gut, hier ist gleich ein Handelsposten. Ja, wir sind famos daneben gelandet. Das kann man machen. So. Das nehmen wir mal mit. Ich frage mich gerade, ob es hier überhaupt richtige Uranvorkommen gibt. Weil man da auch irgendwie so ein bisschen die Schuld bei der ganzen Geschichte, ne? Bei den Entwicklern einfach suchen muss, ne? Die sind ja eigentlich selber schuld. Die geben ja solchen Leuten, die das dann eine Woche zeigen, die Sachen. Ist natürlich auch eine gute Werbeaktion, ne? Brauchen wir gar nicht reden.
und macht natürlich einen Unterschied, ob ein Bombardin 100 Folgen No Man's Sky spielt oder ob ein, sagen wir mal, ist jetzt der Falsche wahrscheinlich, oder ist eigentlich der Falsche, den ich hier nenne, aber ob ein Gronkh jetzt, ne, nur mal rein theoretisch, 10 Folgen davon spielt. Das ist ein ganz, das ist ein großer Unterschied. So. Gut, dann verkaufen wir die doch einfach mal. Immerhin 600.000, das reicht mir auch vollkommen. Da bin ich ganz glücklich drüber. 600.000 wieder verdient. Was will man mehr? Jetzt schaue ich nur mal ganz kurz, was gibt's denn hier Schönes? Eine ausrangierte Schaltplatte. Wenn ich wüsste, für was ich das bräuchte. Ich meine, das steht jetzt dabei, ne? Wirtschaftssysteme, die sich auf die Stromerzeugung spezialisiert haben, bla bla bla. Wenn ich jetzt wüsste, für was ich das konkret brauchen könnte, würde ich jetzt voll einkaufen, aber naja, ich weiß es gerade nicht. So, mein Freund, hi. Der sieht ja gechillt aus. Freund, Belohnung, Händler, zerstören. Aha, Unterschlagung. Also mein Freund, ich melde jetzt das Verbrechen. Inframesserbeschleuniger. Wow. So, schauen wir mal bei dem kurz vorbei hier. Was hat er denn da? Kobaltspiegel. Das ist immer so. Es sind sehr interessante Sachen. Es kommen irgendwie immer wieder neue dazu auch. Aber ich weiß, wie gesagt, nie, für was sich die tatsächlich gebrauchen lassen. Und ich habe immer noch kein Uran gefunden, kein richtiges. Und auch noch keine Tiere. Das heißt, irgendwie ist unsere Mission noch nicht so wirklich erfolgreich gewesen. Also, warte mal. Was ist das denn da vorne? Reines Ferrit, okay. Ja, und natürlich ist unser Treibstoff alle. Das macht ja nichts. Wir haben ja vorher gefarmt, ne? So. Also, ich würde es cool finden, wenn wir noch ein bisschen Uran finden, aber... ist nicht gesagt, ne? Da ist ein Sendeturm. Den schauen wir uns an. Liegen natürlich jetzt keine 5 Minuten dahin, sondern ab ins Weltall. Und dann wird dahin gejumpt. So. Also ein sehr cooler Planet, muss ich sagen. Das sieht alles so uranmäßig aus, aber man kann sich irgendwie nie wirklich sicher sein, ne? Das sind einfach nur Krater, glaube ich. Das ist kein Uran. Ah, nochmal so eine bewohnte Hütte. Dafür, dass der Planet komplett verseucht ist... muss man schon mal sagen, ist hier ganz schön was los, ne? Hier sind viele Leute. Hier sind viele Stationen. Aber ich befürchte, Uranvorkommen, so richtige Uranvorkommen. Ich habe so die Befürchtung, die gibt es hier gar nicht. Okay, wir untersuchen mal den Sendeturm. Leider gibt es auch keine Tierchen hier. Also ich befürchte, wir müssen wohl oder übel... wir müssen wohl oder übel weiterreisen. So, gucken wir mal. 1, 2, 6, 24, 120. Ach Gott. Pass auf. Die 1 wird verdoppelt auf die 2. Oder 1 plus 1 ist 2. es hat auf jeden Fall was mit dem 1x1 zu tun, glaube ich. Glaube ich. Es hat, glaube ich, was mit dem 1x1 zu tun.
4 mal 6 ist ja 24. 3 mal 2 ist 6. 2 mal 1 ist 2. 3 mal 2 ist 6. 4 mal 6 ist 24. Pass auf. Jetzt nutze ich mal meinen Superrechner hier auf dem Handy. Momentchen. Wage ich jetzt einmal. 5 mal 24. Rechne mal 5 mal 24. Weiß ich natürlich nicht auswendig. Sehr gut. Das heißt, 6 mal 120 müssen wir rechnen. Und das ergibt 720. Jawohl. Nice. Haha. Bombardin knackt Rätsel. Für diese Sachen gibt es übrigens auch online. Es gibt nur eine bestimmte Anzahl an verschiedenen Rätseln. Das heißt, die. Wenn man sich die merkt, kann man die an sich immer lösen. Und da gibt es auch eine Seite für. Falls ihr da selbst hängt, könnt ihr gerne googeln. Also für diese Rätsel gibt's Lösungen. Das ist, wie gesagt, das ist immer dasselbe. Es ist nie irgendwas anderes. Ja, ich würde sagen, das Notrufsignal schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Was ist da auf dem Berg oben? Das habe ich vorher schon gesehen, das hat mich vorher schon interessiert. Was ist das denn hier? Ach, das sind Bäume einfach, okay. Interessant. Sehr interessant. Gut, müssen wir auch wieder so ein bisschen hinjumpen. Machen wir. Bin gespannt, was wir finden bei diesem Notrufsignal. Ah, direkt in der Kraterlandschaft. Oh, da steht ein Raumschiff. Cool. Schauen wir es uns mal kurz an. Lodernde Tochter. 22 Plätze. Ich glaube, da passe ich mal. Aber das Notrufsignal nehmen wir natürlich mit. Das Innere des abgestürzten Schiffes ist ein Sammelsurium an Technologien, die möglicherweise aus anderen Schiffen geplündert wurden. Die korpulente Leiche einer Lebensform mit einem Schnabel breitet sich über das Bedienfeld aus. Aha, ein Gag. Der Verstorbene hatte eindeutig eine Vorliebe für die schöneren Dinge des Lebens. Der Frachtraum wird von einer Art selbstgemachtem Sicherheitssystem geschützt. Wie das restliche Schiff besteht es aus einem Mischmasch aus mehreren Technologien. Eine Deaktivierung könnte schwierig werden. Mhm. Also wir können versuchen, den Frachtraum zu öffnen, oder wir untersuchen einfach den Piloten. Ich glaube, wir untersuchen mal den Piloten. Nachdem ich den aufgedunsenen Leichnam vom Bedienfeld heruntergeschoben habe, werde ich mit einem verwesten, larvenartigen Krebstier und einer neuen Exo-Anzug-Technologie belohnt. Oh, vor allem das larvenartige Krebstier finde ich spitze. Ein Bewegungsmodul C. Naja. Okay. Natriumnitrat, das ist ja geschenkt. 33 geschenkte Nanithaufen, da sagen wir auch nicht nein zu. Aber wie gesagt, Uran. Sieht schlecht aus. Wir können es natürlich mit dem Minenlaser farmen. Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit. Oh, da sind Tiere. Hey, wir haben Tiere gefunden. Wow. Natürlich laufen sie uns weg. Ein paar Toros. Wir haben endlich mal Tiere gefunden hier. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, und da ist noch eins. Oh Gott, ist das hässlich. Warte mal, das muss ich mir...
Das muss ich mir... Im Fotomodus kann man die immer so gut anschauen. Alter Schwede, ist das hässlich. Alter Finne. Sieht aus wie eine Mischung aus Kobra, Spinne und Schnecke. Irgendwie. Ah, vielleicht ist auch noch ein bisschen Gottesanbeterin drin. Und ich habe mich über die Kuhmissgeburten beschwert, ne? Ah ja, gut. Ja, in der nächsten Folge werden wir versuchen, glaube ich, ein bisschen Uran hier rauszuziehen. Ich muss mal gucken, wie viel wir brauchen. Ich weiß es leider nicht mehr auswendig. Ich hoffe, wir... Aua. Du Arsch. Ich hoffe, wir finden... Oder ich finde das Rezept gerade noch. Damit wir da immer ein bisschen Uran noch rausziehen können hier aus diesem Planeten. Denn das brauchen wir ja für ein bestimmtes Baurezept, ne? Ist an sich kein großes Problem. Es gibt ja hier diese Vorkommen. Nur, ja, müssen wir erstmal suchen. Das war's auf jeden Fall wieder für diese Folge. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich fürs Zuschauen. Bedanke mich bei dir für deine Unterstützung. Und wir sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wann die dann kommt. Kann ein bisschen dauern. Nicht böse sein, ich habe das Projekt nicht vergessen, aber ich habe einfach keine Zeit. Ja, es ist so. In diesem Sinne, mach's gut, hab noch einen wunderschönen Tag. Ciao.